Hallo liebe Zweitaktfreunde und herzlich willkommen im Jahr 2024. Dieses Video wird auch für mich eine kleine Premiere, denn heute teste ich in über 20 Jahren Simson zum ersten Mal einen Auspuff mit verstellbarem Gegenkonus, und zwar den AOA von ZT Tuning. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze recht unscheinbar. Wir haben hier einen Auspuffmittelteil mit verschliffenen Nähten und in sehr guter Chromqualität. Passend dazu gibt es den AOA typisch gelochten, verstellbaren Gegenkonus. Über die drei mitgelieferten Schrauben in unterschiedlichen Längen lässt sich die Position des Gegenkonus mittels Anschlag am ersten Prallblech des Dämpfungseinsatzes bestimmen. Anders als bei normalen Auspuffanlagen wird das Halteblech samt Formring fürs Endstück hier einzeln mitgeliefert. Beim ZT-Tuning AOA kommt ein Endstück mit kurzem Endrohr und Doppelrohrdämpfer zum Einsatz. Der Zusammenbau des Auspuffes ist kein Hexenwerk. Zunächst wird der Gegenkonus laut Anleitung ca. 10 cm in den Auspuffmittelteil gesteckt. Als nächstes wird das Halteblech samt Formring etwa bis zur Hälfte ins Endstück geschoben. Die Montage des Endstücks ist ähnlich wie beim Serienauspuff, nur dass das Halteblech eben nicht im Auspuffmittelteil, sondern im Endstück sitzt. Ansonsten ist dabei aber zu beachten, dass die Einstellschraube des Gegenkonus nicht in einem der beiden Röhrchen des Dämpfungseinsatzes verschwindet, sondern sauber am Prallblech anliegt. Was auf den ersten Blick gar nicht so sehr auffällt, ist, dass der Auspuffmittelteil des ZT-Tuning AOAs ein ganzes Stück länger ist als der Serienauspuff. Das Ganze hat aber gleich zwei Vorteile. Zum einen habe ich mehr Verstellmöglichkeiten für den Gegenkonus. Zum anderen ist bei Verwendung eines sehr kurzen Krümmers, was beim AOA ja eigentlich Standard ist, die Position des Auspuffs nachher wieder unauffälliger. Da wir nachher natürlich auch die ein oder andere Leistungsmessung mit dem Auspuff machen wollen, habe ich mich zunächst für eine Gegenkonusposition entschieden, die der des Original-DDR-Auspuffes entspricht. Da die Geometrie der Gegenkonusse aber nicht zu 100% identisch ist, ist noch nicht gesagt, dass das Drehzahlband nachher auch auf einem Niveau liegt. Die Montage des Endstücks und der Halteschellen ist durch das lose Sitzen der Halteblech zugegebenermaßen anfangs etwas Fummelei. Wenn man es zwei- oder dreimal gemacht hat, geht das Ganze aber schon deutlich leichter von der Hand. Für den Anfang habe ich hier genau den alten Standard-Nachbaukrümmer mit 25 mm Innendurchmesser wieder ausgegraben, den wir damals zu Beginn des Projekt S51 Zylinder verbaut hatten. Um mir das Verstellen des Gegenkonuses nachher wieder etwas leichter zu machen, verwende ich hier wieder eine zweite Schelle zur Befestigung des Auspuffes. Nachdem der ZT-Tuning AOA nun fertig eingestellt und verbaut ist, schauen und hören wir uns als nächstes die Klangkulisse des Auspuffes an. Durch den Doppelrohrdämpfer und das kurze Endrohr klingt der ZT-AOA meiner Meinung nach etwas dumpfer und lauter als AOAs auf Nachbarauspuffbasis. Um den AOA zunächst auf das Drehzahlniveau des Serienauspuffs mit gleichem Krümmer und gleichem Einsteckmaß zu bringen, habe ich hier eine ältere Leistungskurve mit reingeladen. Die Leistungswerte dienen hier nicht als Vergleich, denn das wäre nach 2,5 Jahren und tausenden Kilometern nicht mehr ganz realistisch.
Wir erreichen hier eine Radleistung von 3,0 PS bei 5400 Umdrehungen und ein Drehmoment von 3,9 Newtonmeter. Wie man im Leistungsdiagramm sieht, liegen wir vom Drehzahlniveau noch etwas unter der Serienauspuffanlage, weshalb wir nun den Gegenkonus etwas weiter nach vorne verschieben. Das Einstellmaß für den Gegenkonus von aktuell 150 mm messen wir hier wie in der CT-Tuning-Anleitung beschrieben, von Anfang Schraubenkopf bis Ende der am Gegenkonus angeschweißten Langmutter. Um die Position des Gegenkonuses nun zu verändern, wird zunächst die Kontermutter gelöst und anschließend die Einstellschraube entweder weiter rein oder rausgedreht. Um auf das Drehzahlniveau des Serienauspuffs zu kommen, wollen wir also die Drehzahl hier etwas anheben, wofür man ja bekanntlich einen kürzeren Auspuff braucht. Wir drehen also die Einstellschraube weiter heraus, sodass der Gegenkonus durch den Anschlag am Prallblech des Schalldämpfers weiter in den Auspuff gedrückt wird. Gerade beim Erhöhen der Drehzahl sollte man behutsam und in kleinen Schritten arbeiten. Ich habe hier das Einstellmaß zunächst von 150 auf 160 mm erhöht. Schauen wir uns nun also an, ob die Veränderung der Gegenkonusposition um nur 10 mm schon eine spürbare Veränderung gebracht hat. Durch die Änderung der Gegenkonusposition hat sich die maximale Leistung auf 3,1 PS erhöht und liegt nun 200 Umdrehungen später an, das Drehmoment ist unverändert geblieben. 0,1 PS Leistungssteigerung klingt natürlich nicht nach viel, doch wenn man sich die Leistungskurven anschaut, funktioniert der AOA mit dem Einstellmaß von 160 mm jetzt im kompletten oberen Drehzahlbereich eine ganze Ecke besser als vorher. Drehzahlmäßig liegen wir jetzt ziemlich genau auf dem Level des Serienauspuffes. Da das Ganze wie bereits erwähnt auch für mich Neuland ist, interessiert mich jetzt natürlich mal, wie es sich auf Leistung und Drehmoment des Serienmotors auswirkt, wenn wir den Gegenkonus in die andere Richtung verschieben und den Auspuff dadurch länger machen. Dazu entfernen wir nochmal das Endstück, bauen den Gegenkonus aus und tauschen die bisher verwendete längste Einstellschraube gegen die nächstkürzere aus. Nachdem wir vorhin, um die Drehzahl zu erhöhen, das Einstellmaß von 150 auf 160 mm erhöht haben, gehen wir nun mal runter auf 130 mm und schauen, wie der Serienmotor damit funktioniert.
dem Einstellmaß von 130 mm erreichen wir hier nur noch eine Radleistung von 2,9 PS, die allerdings auch schon bei 5200 Umdrehungen anliegen. Das Drehmoment hat sich auf 4,0 Nm erhöht. Wie man in der schwarzen Kurve im Leistungsdiagramm ganz gut sieht, ist der Motor nun unten rum etwas stärker geworden, dafür hat er sich aber im Überdrehverhalten etwas verschlechtert. Am Serienmotor sind die Unterschiede natürlich nur minimal, aber an größeren Motoren lässt sich darüber schon einiges holen. Ich finde das Ganze aber recht interessant und über verschiedene Krümmerlängen und Gegenkonuspositionen ergeben sich hier eigentlich unendliche Möglichkeiten zum Testen, wovon wir sicher auch noch in Zukunft einiges machen werden. Das soll es aber zu dem Thema für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.